Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Craft Deck. Guck mal, wie geil diese Aussicht ist, bitte. Wenn man so von hier oben guckt, dann sieht man steht in einem Baumhaus, in einem wirklich schönen Garten. Und ja, das ist die letzte Folge, die ich vorproduziere, bevor ich nach Japan fahre. Zumindest die letzte Folge Craft Deck. Von Novo wollen wir gar nicht erst anfangen, da habe ich noch gar keine einzige Folge vorproduziert. Aber Leute, mit Craft Deck bin ich dann ab heute soweit durch und naja, das war dann alles, was ich hiermit vorproduziert habe. Dann habe ich erstmal 3 Wochen lang spiele ich kein Craft Deck mehr, das wird seltsam. Aber Leute, heute wollen wir 2 Sachen machen. Erstmal, das ist das erste, was wir machen wollen, beziehungsweise was ich machen will. Ich möchte 10 Laternen hier verteilen über den Garten. Das ist das erste und dann werden wir es noch schaffen, und ich glaube, das werden wir schaffen, machen wir das Lagerfeuer fertig. Und zwar ganz hinten am Ende unseres Gartens. Und dann ist unser Garten auch schon vorbei. Dann ist unsere... Oh, was ist da denn los, ey? Haben die auch Pfeile am Start oder was? So, jetzt ist unser Bogen auf jeden Fall wieder geschossbereit. So, mein Freund. Und jetzt hast du verkackt, denn ich habe einen geilen Bogen und du bist tot. So. Ich glaube, wir sollten mal pennen gehen, gell? Warum gehe ich eigentlich hier oben rein? Ich hätte auch einfach meinen... Naja, ist ja auch egal. So, wir springen mal hier runter. So, und benutzen nicht die Elytra, denn die ist fast kaputt. Und dann gehen wir einfach mal in unser Lagerzimmer und einfach mal pennen. Ich habe mein Inventar ist viel zu voll, aber ich wüsste auch nicht, was ich da noch reintun kann. Hier den Raum, hier, was ihr jetzt seht hier gerade, das müssen wir natürlich auch noch aufräumen. Das ist gar keine Frage. Also hier muss natürlich, das können wir nicht so lassen und hier auch nicht. Eigentlich könnten wir, naja, automatische Itemsortierung funktioniert nicht ganz, weil aktuell in unser Lager alles irgendwie reinpasst. Da sind immer noch die beiden Slimes, sogar der falsch rum ist. Die werde ich auch nie, vergessen. Das sind meine Lieblingsslimes. So. Nehmen wir erstmal, packen wir erstmal ein bisschen von dem Zeug weg, was wir im Inventar haben. Das hier kann weg, das hier kann weg, das hier kann weg, das hier kann weg. Davon werden wir, vielleicht noch ein paar Saplings brauchen. Aber wir haben noch 64 Stück da drin, easy peasy. Dann werden wir zum Cobblestone gehen, der hier auf der Seite ist. Und da nochmal unseren ganzen Cobblestone reinlegen. Und ich glaube, den Rest brauchen wir zum Bau. Den Rest könnten wir tatsächlich zum Bau gebrauchen. Dann gehen wir hier hin und machen uns erstmal aus diesem Glowstone eine weitere Glowstone-Lampe. Denn wir haben genau 10 Daylight-Sensors. 1, 2, 3, 4. So, und dann machen wir daraus mal eine Glowstone-Lampe. Und wir hätten auch eben eigentlich die anderen Glowstone-Lampen mitnehmen können. Und die platzieren wir jetzt. Wir haben noch 18 Dingens. So wie Zinus die gebaut hat. Ich mache doch die Lampen, die Zinus gebaut hat, weil ich glaube, dass die ganz gut eigentlich in unseren Garten passen werden. Die platzieren wir mal oben in unseren Garten ab und zu hin. Und dann haben wir tatsächlich noch, das war ein Riesenprojekt, der Garten, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Riesenprojekt wird. Aber dann haben wir tatsächlich das Riesenprojekt Garten noch abgeschlossen. Wir haben sogar einen Aufzug zum Garten. Und das finde ich tatsächlich noch mit am coolsten. Ich mag den Aufzug sehr, sehr gerne. Ich mag so Sachen. Und ich finde, der Garten ist so geil geworden. Wirklich, also der Leute, der Garten, der ist mir richtig ans Herz gewachsen. Der sieht richtig nice aus. Und, oh. Fick. Nein. Nicht der Garten. Warum denn immer der Garten? Warum immer vor allen Dingen? Warum der Garten? Oh Mann. Ich hab noch davon geredet, wie viel mir der Garten bedeutet und so. Und pam, Dreck, Creeper in die Fresse. Alles klar, Minecraft, ich weiß schon, was du mir damit sagen willst. Aber das ist mir egal, ich hab einen Bogen und den Willen, diesen Garten weiterzubauen. So, haben wir denn hier irgendwo noch... Nö. Okay, dann werde ich mal ganz kurz diesen Ofen nehmen. Und da drin kurz Stone machen. Weil wir haben ja mehr als genug Holz zum Verbrennen. Kannst du... Junge. So. Na, wir können das ruhig komplett verbrennen. Ist egal. So, wir brauchen auf jeden Fall nur 3 Holz oder so. Oder 3 Steine oder so eigentlich. Und, ja. Das ist natürlich jetzt extrem blöd gelaufen, dass da direkt ein Creeper war und ich direkt instant gepanickt habe. Da ist auch noch ein Skelett. Wir müssen gucken, dass der Garten auf jeden Fall komplett spawnproof ist, weil das geht nicht fit. Dass hier Viecher spawnen. Hier kann der doch eigentlich gar nicht spawnen. Hier ist doch alles hell. Okay, wir müssen auf jeden Fall durchgehen und gucken, wo Sachen nicht hell sind. So, erstmal platzieren wir die offensichtlichen Lampen, da wo ich auf jeden Fall Lampen haben will. Und es hat wieder piep, piep, piep gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. So, also wenn ich reinkomme, möchte ich auf jeden Fall das hier. Hier soll eine Lampe hin. So, so, perfekt. Und dann kommt die da drüber. Dann muss ich vielleicht ein bisschen weggehen. So. Und dann muss der Daylight-Sensor da drauf. So. Plopp.
Und zwar inverted, damit die nachts aus sind und tagsüber an sind. Ne, andersrum. So. Diese Lampen werde ich jetzt überall in meinen Dings reinhängen. Auch wenn die mir auch gut gefallen, werde ich trotzdem diese verwenden, weil ich... Oder? Ach, ich weiß es nicht, Leute. Ich glaube, ich verwende die. Ich glaube, ich mache die so. Ja, ich glaube, ich mache die so. So, dann bauen wir das hier mal ab, weil die brauchen wir hier an dieser Stelle nicht. Aber ich habe die hier 3 hochgebaut, gell? Und hier ist sie nur 2 hoch. Egal, ich mache die jetzt so hier hin. So, die Lampe sieht schon mal an dieser Stelle schön aus. Dann möchte ich weitergehen. Ich guck mal ganz kurz, ob schon genug Stein drin ist. Ja, mehr als genug. Nice. Dann fixen wir das mal ganz kurz hier. So, und dann brauchen wir nur noch Erde. Erde habe ich natürlich überhaupt gar keine. Das ist natürlich wieder sehr gut vorbereitet, Klim. Gut, ich dachte jetzt auch nicht, dass direkt ein Creeper kommt und hier alles in die Luft sprengt. Das ist natürlich extrem nicht so geil gewesen. Egal, dann packen wir das hier mal wieder hier rein. Holen uns hier ein bisschen Erde raus. Essen noch ein bisschen was. Entspannt. Und ploppen hier wieder die ganze Erde drauf. So. Da müssen wir natürlich warten, bis das wieder gewachsen ist. Ne? Ansonsten ist natürlich alles Quatsch. So. Dann könnten wir hier auf jeden Fall eine Lampe hinbauen. Verdammt, so. So. 2 sehen auch nicht schlecht aus, oder? So 2er-Lampen. Aber nein, die reißt wieder ab. Die geht ja zum Glück nicht komplett kaputt wie Glowstone. Und dann zack. Und aus. Moment. Hä? So. Jetzt müsste die doch aus sein, oder? Ich verstehe das nicht. Warum ist die denn aus und die andere ist an? Leute, ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, was da gerade los ist. Egal, wir gehen jetzt mal weiter. Dann möchte ich gerne hier eine Lampe haben. Gottes Willen, ich krieg das irgendwann hin. So, mach das hier wieder weg. Da stand ein Farn, glaube ich, ne? Oder irgendwas anderes, ich weiß es gerade nicht. Aber warum? Ich brauche die Knochen gerade nicht. So. So. Und dann muss ich auch da drauf so einen Dingens setzen. Warum mache ich das eigentlich so dämlich? Egal. Das geht auch klar. Ich weiß nicht, warum. Verstehe ich nicht. Vielleicht, weil ich hier zu wenig Licht kriege, weil er unter dem Baum steht. Keine Ahnung, irgendwie sowas wird sein. Aber das hier gefällt mir schon ganz gut tatsächlich, dass wir dann hier die Lampen haben, auch in unserem Garten. Ich weiß nicht, ich bin nicht damit zufrieden. Ich bin nicht damit zufrieden, Leute. So können wir es nicht bauen. Vielleicht bauen wir die doch so, wie die Zinus gebaut hat. Und zwar dann hier an den Rand. Boah, ich muss mich hochbauen. Das ist ein bisschen bescheuert gerade, die Aufgabe, muss ich sagen. Laternen zu bauen ist nicht meine Lieblingsaufgabe in Minecraft. So, bauen wir uns wieder runter und gucken mal, ob das besser ist. Ja, doch, das ist besser. Das ist besser. Auch wenn mir das eigentlich besser gefällt, passt das hier besser rein. Also wenn mir das Design, was wir da hinten gebaut haben, da besser gefällt, passt das hier in den Garten absolut nicht rein. Das hier passt dann deutlich besser. So. Und zack. Haben wir wieder auf Night Shift gestellt. Easy peasy. Das wechseln wir später auch noch aus. Aber hier haben wir jetzt erstmal, ja, das sieht doch, das passt deutlich besser zu dem Garten, finde ich. Naja. Hier kann ich hoch. Kann ich auch... Nein, kann ich nicht. Ach ja, weil ich da in dem Block hänge. Es ist ein bisschen bescheuert. Also der Angel Ring in Novus ist schon die geilste Erfindung EU West, ne? Also das muss man schon an dieser Stelle sagen. So, packen wir das hier hin und schalten das dann ein. Perfekt, ist eingeschaltet. Geht sogar alles schon an, weil wir schon dunkel genug haben anscheinend. Dann gehen wir mal weiter. Wir haben hier eine Lampe. Wir haben... Hä, warum ist das... Ich verstehe das alles nicht. So. Dann könnten wir hier an dieser Stelle noch eine Lampe brauchen. Wobei, hier brauchen wir sogar rein technisch gesehen gar keine, weil hier immer noch hell ist von der Fackel. Trotzdem werde ich hier mal eine Lampe hinbauen. So. Und dann geht's hier lang. Da will ich auf jeden Fall eine Lampe haben. In der Mitte? Ich glaube, in der Mitte will ich eine haben. So. Fuck, ich krieg das hin. Ich krieg's hin. Ne, ich krieg's nicht hin. Okay. Dann von hier, zack, hier drauf und... Einmal umschalten, bitte. Sieht es gut aus in der Mitte? Ja, obwohl ich eins weiter links geiler fände, glaube ich, oder? Nee, das sieht hier besser aus. So, dann machen wir das hier so.
Dann gehen wir weiter. Da möchte ich hier. Wo will ich hier eine Lampe? Ich will hier eine Lampe haben. Und zwar auf dem hinteren Zaunstück. So. 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 Und dann geht's weiter. Hier kann man auch eine Lampe hinbauen. Ich will natürlich nicht meinen Garten kaputt machen. Wir hätten den nicht komplett dekorieren sollen vorher. Zack. Und dann geht's hier weiter. Und dann haben wir noch 4 Lampen übrig, die wir hier irgendwie platzieren können. Auf jeden Fall finde ich die Lampen jetzt schon mal an den Orten, wo sie hängen, ganz nice. Die passen auf jeden Fall hin, so wie sie gerade sind. Ja, doch. Die Lampen, die aktuell hier so sind, sind echt nice geworden. Hier könnte man jetzt noch eine hinhängen. Ich meine, wir haben noch 4 Stück über. Das heißt, wir haben mehr als genug, um die überall hinzuhängen, wo wir wollen. Zack und zack. Und wenn nicht, können wir halt immer noch neue Lampen machen. Ist jetzt nicht so, als wären die Lampen so übelst schwer zu machen. Und hier kann ich dann auch noch eine hinbauen. So. Aber ich glaube fast, dass wir das Lagerfeuer machen müssen, wenn ich wieder aus Japan zurück bin. Weil ich nicht glaube, dass wir noch genug Zeit dafür finden werden. Aber wir gucken uns das Ganze mal mit Lampen an. So, die ist an. Weil, ich weiß gar nicht warum. Ne, umgestellt habe ich es auf jeden Fall. Dann wird hier das Lichtlevel einfach wieder nicht hoch genug sein. Wir gehen hier rein. Wir brauchen hier kein Licht, weil wir haben da eine Lampe. Außerdem könnten wir hier an die andere Seite noch 2 Fackeln hängen. Und hier könnten wir da oben noch 2 Fackeln hängen. Ja, das sieht sogar gut aus. Dann gehen wir hier rein. Wir haben da eine Lampe. Wir haben da vielleicht hier noch eine Lampe. Hier auf dem zweiten. Uppala. Ist wieder zu nah dran, stand ich da an der Stelle. Und dann kann ich hier mal ganz kurz wieder hochplöllern. Pillillalan. So. Ja, doch, da sieht es auch gut aus. Dann geht man hier so lang. Dann hat man so ein paar Lampen. Geil, da ist da eine Lampe, da ist da eine Lampe, da ist da eine Lampe direkt. Und dann kann man hier lang gehen und hat immer eine Lampe irgendwo am Start. Da, wo keine Lampe ist, muss natürlich Fackeln hin. Deswegen stehen hier auch ab und zu Fackeln. Hier an den Bäumen sollten auch immer Fackeln sein. Einfach nur der Sicherheit halber. Hier vielleicht auch noch eine Fackel. Und hier unten kann ich dann Glowstone verstecken. Das muss ich später mal machen. Hier will ich auf jeden Fall, dass es ganz safe ist, hier hinten. Hier hinten will ich aber auch, dass mal ganz kurz ein bisschen noch begrast ist. So. Und vielleicht hier noch so eine kleine Melone verstecken. So. Die sieht man dann vom Gewächshaus aus. Vom Gewächshaus aus. Auch so ein Wort mal wieder. Zack. Und ein paar Rosen. Hier noch. So. Und dann gucken wir mal vom Gewächshaus aus, wie das aussieht. Gott. Zungenbrecher immer. So, geil. Der Garten ist auf jeden Fall auf einem richtig geilen Weg. Hier haben wir das Gewächshaus. Übelst nice. Sieht mega nice aus. Die sind mittlerweile alle schon gewachsen, weil ich schon so lange hier auf dem Server spiele mittlerweile. Und dann geht es hier weiter lang. Und dann kann man hier lang gehen. Dann hat man hier seine geile Ecke. Und dann machen wir tatsächlich das Lagerfeuer. Machen wir später, Leute. Denn ich muss ehrlich sagen, das laugt mich alles so ein bisschen aus gerade. Das ist so viel auf einmal und so viel hintereinander. Wir setzen jetzt noch eine Lampe hier hin. Und zwar hier in die Ecke. Und dann würde ich sagen, Leute, diese Folge ist ein bisschen kürzer als die anderen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, weil ich schon den ganzen Tag am Aufnehmen bin. Und jetzt gleich wird noch Novus aufgenommen. Aber Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Denn wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Craft Attack. Dann bin ich wieder zurück aus Japan. Also mal gucken, was ich alles zu erzählen habe. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.